Hallo und hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben und willkommen zurück bei Best Luck. Und ja, das Spiel ist jetzt endlich vollständig erschienen. Ich hatte ja damals schon mal ein Let's Play gemacht von der Demo-Version. Unendlich kann man dieses Spiel kaufen für 2,99 Dollar ungefähr. Ich glaube 2,99 Dollar. Zwar nicht auf Steam, aber halt auf Itch.io, ihr wisst schon, was ich meine. Ist einfach mal in dem Link unten in der Videobeschreibung mit drin. Verlinkt einmal. Ich sehe gerade Version 0.9. Aber ist eigentlich der komplette halt Release schon. Und deswegen gibt es das Spiel auch auf Deutsch. Also das Spiel wurde auch in mehreren Sprachen nachher gemacht einmal. Und ich würde sagen, wir fangen doch mal an. Ohne weitere Vorworte hier. So, auf geht's. Die Grafik muss ich leider ein bisschen runterschrauben, weil mein PC das leider nicht mehr so mitmacht alles. Aber gibt ja dann bald hoffentlich einen neuen. Irgendwann. So, jede Nacht sehe ich ein Mädchen in meinem Traum. Sie wirkt traurig. Sie wirkt einsam. Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht gesehen. Also wirkt sie jetzt traurig oder wirkt sie einsam? Ich glaube, sie wirkt einsam. Welche Auswirkungen diese Fragen am Anfang des Spiels haben, weiß ich noch nicht leider. Vielleicht irgendwelche, ich habe keine Ahnung. Sie zeigt immer irgendwo hin. Wonach suchen sie? Keine Ahnung, wonach sie suchen. Ist egal. Wonach suchen sie ist, glaube ich, nicht richtig übersetzt. Was macht sie in meinem Traum? Muss dringend schlafen. Ich muss dringend schlafen gehen. Um herauszufinden, was Mädchen vor mir will. Bibo da papa, bibo. So ist ja so gesehen ein Horrorspiel. Also mit ein bisschen Horror drin, Magic und vielen anderen tollen Sachen. Und hier sind wir auch schon. Das ist mein Zimmer. Wunderschön, ne? Wunderschön. Hier gibt's Sache. Hallo, excuse me. Nope, no pizza service. Okay. Was haben wir so Schönes? Oh, schon wieder 23.40 Uhr. So langsam muss ich mal in die Hufen. What? 2027 das Jahr? Ich habe verschlafen. Na toll. Okay. Viel haben wir auch nicht hier. Ja, Renncam auch. Ein kleines Tutorial ist mit drin hier. Wow. Also das Spiel geht jetzt ungefähr, ich weiß nicht so genau, eine Stunde, eineinhalb Stunden ungefähr. Reicht aber definitiv aus. Wie gesagt, es war auch nur bei 2,99 Dollar ungefähr oder Euro, wie auch immer halt. So, und dann wollen wir doch mal schlafen gehen und die Traumwelt. Bett ist fertig. Yes! Nicht autorisierte Verbindung erkannt. Ein schlechtes Zeichner zum guten Einschlafen. Sehr gut. So, ich denke mal, ich werde auf jeden Fall mehrere Parts machen und auch halt davon ein komplettes Let's Play machen. Und Flame in the Flood werde ich dann später denn mal weiter Let's Playen. Aber erstmal Best Luck, habe ich mir gedacht. Oh, hat ja ein bisschen Vorrang. Und hier sehen wir auch schon das Mädchen. Das Geistermädchen. Wir sind hier irgendwo in einem Wald. Aber wo zeigt sie hin die ganze Zeit? Finden wir es heraus. Ich renne durch den Buchenwald und sehe zwei Türen. Oh, das Rätsel dürften vielleicht schon einige kennen. Und zwar das Spiel besteht ja so gesehen aus Rätseln. Aus verschiedenen Perspektiven Rätseln, kann man sagen. Zum Beispiel hier nämlich. Weil hier ist das halt nicht zu sehen, so gesehen. Deswegen können wir es ja einmal nehmen. Da. Irgendwo hier war das jetzt. Warte gerade nicht. Okay. Nochmal durch die Tür gehen einmal. So.
So, und weiter können wir auch schon. Wo ist das Mikro? Ich wollte gerade sagen, wo ist sie hin? Okay. Okay. Oh je, was haben wir denn hier Schönes? Irgendwelche Gegenstände auf jeden Fall. Bücher, und das sind jetzt, denke ich mal, ihre Erinnerungen, und deswegen wird sie jetzt damit aufgeladen. Oder wie? Das Spiel ist ja jetzt auf Deutsch auf jeden Fall, und ich hoffe, ich verstehe jetzt mehr davon als bei der Demo. Aber erstmal blicke ich noch nicht durch. Nur ich denke mal, sie ist ein Geist irgendwie aus keine Ahnung was für eine Vergangenheit und hat sich jetzt in meinem Schlafmodul eingehackt. Deswegen stand da auch so am Anfang nicht autorisierte erkannt, so ungefähr. Und irgendwas möchte sie mir zeigen. Der 6. Generelle Zahlenreihenfolge jetzt einfach. Da hinten die 3, alles klar. Dann war hier vorne die 4. Das ist die 5. Und das ist die 6. Und schon wieder dieses Mädchen. Da lang? Wir gehen mal diesen Weg. Wir vertrauen ja einfach mal. Was ist das überhaupt? Da steht da auch noch was. Komisch. Das ist ja auch eine Tür. Ne, das ist bloß Holz, oder? Hä? Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal da lang. Zeigen Sie uns den Weg, junge Dame. Zur nächsten Hotdog-Bude, bitte. Wir kennen dieses Mädchen. Na, warum ist sie ein Geist jetzt? Okay. Ja, okay, alles klar. Also wir kennen dieses Mädchen auf jeden Fall, aber warum ist sie ein Geist jetzt? Was ist passiert? Fahrräder, okay. Mann, hier ist ein Stein. Räumt den weg, ja. Fahrräder, keine Ahnung, sind wir Fahrrad gefahren gemeinsam zur Schule oder... Ich habe keine Ahnung. Da, nochmal Fahrräder. Das ist die gleiche, ne? Ich habe keine Ahnung. Und da vorne haben wir auch schon die nächste Tür. Oh, das schaffe ich nicht. Oh. Ah, wunderbar. So. Weil sonst wäre der Scan nämlich, wenn ich noch mehr umhergerannt wäre, so gesehen, wäre der Scan immer so hoch und runter halt gefahren. Ich habe ein bisschen Angst. Bisschen kribbeln so im Rücken, ne? Falls ihr das sowas kennt, Gänsehaut. Habe ich auf jeden Fall. Soll ja, ist ja so ein bisschen mit Horror verbunden auch, wie schon erwähnt. Und ja. Ich will hier nicht sein. Was ist das für ein Traum überhaupt? Ich höre Wölfe. Ich will nicht gefressen werden vom Wölfen. Aha, sind das unsere Fahrräder, oder?
einfach nur magisch. Okay. Nur wer ist dieses Mädchen? Also wie es aussieht, auf jeden Fall eine sehr gute Bekannte. Ich habe wieder ein paar Erinnerungen. Erinnerungen sind wichtig. Wer nimmt meine Erinnerungen mit? Tief in unserem Unterbewusstsein ist die Antwort auf jeden Fall versteckt. Oh je. Türen. Überall Türen. Das Rätsel kenne ich. Es ist nur nicht einfach. Das ist mir jetzt wieder kompliziert gleich. Oh je. Die Tür. Weisen Sie mir bitte den Weg, junge Dame. Dann? Okay. Okay, also diese Tür ist das jetzt. Bis hier die Tür geöffnet ist jetzt erstmal. Es bleibt spannend. Und jetzt? Was ist hier los? Okay, komplett nach vorne irgendwie. Ich dachte, bis hier die Tür offen ist. Naja, gut, ne? Ich dachte, in der Demo-Version war, bis hier die Tür offen ist. Kann das sein, dass es ein bisschen stürmisch wird langsam? Da ist ein Leuchtturm. Aber auch voll cool gezeichnet irgendwie. Wie Disney. Wow. Okay, ein Heiratsantrag, wie es aussieht. Ist meine Frau? Aber warum? Kann ich mich denn daran nicht erinnern? Komisch. Ja, das finden wir in der nächsten Folge raus von Best Luck. Hoffe, das Ganze hat euch erstmal gefallen. Wenn ja, Video liken, kommentieren, unten rechts Abonnier-Button, raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich sag Tschüssikowski, bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben. Bleibt immer schön flauschig und bis zum nächsten Mal natürlich immer schön weiterzocken. Also, haut's rein.